So, wir machen hier an der gleichen Stelle weiter. Okay, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht treffen. Aber mei. Nehmen wir jetzt doch den Kampf an. Okay, das hört sich jetzt bis jetzt alles recht düster an. Bis jetzt aus seiner Erinnerung keine Leute zu treffen. Ist im Endeffekt werden mir jetzt all die Sachen vor Augen geführt. Ja, die er beiseite gelegt hat. Er hat seine ganze Familie, seine Freunde, alles hinter sich gelassen, um die Außenwelt zu bekundschaften. Ist ohne zu zögern in Dunkelheit gegangen. Oh. Okay, wir können trotzdem nur die HP auffüllen. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Okay, dann sind wir hier richtig. 8. Hey, doch gesagt, nehmen wir einfach mal eine 0. Sparen wir uns ein paar Kartenpunkte. Wir sind jetzt schon vom Raum vor dem nächsten. So, bin nur noch mal gespannt, wie ich mir jetzt mit dem Endgegner, mit dem Endposter hier anstelle. Der wird wahrscheinlich auf uns warten, so wie beim Sora. Tipp jetzt einfach mal drauf. So. Läuft aber bis jetzt. So, besonders stark sind ja auch nicht. Da kommen wir eigentlich ganz gut durch bis jetzt. Sind da noch Erfahrungspunkte, wo ich vergessen hätte? Nein, alle da, alle da. Mehr Gegner. So, das Einzige, was mir schade ist, wir können natürlich jetzt nicht so epische Kartenkombination machen wie beim Sora mit dem Feuersturm oder dem Tornado. Das war schon echt mächtig, es hat auch schon cool ausgeschaut. Muss ich echt sagen, da haben sie sich echt was einfallen lassen, ne? Da ist man schon fast ein wenig neidisch aufs Einzelspiel, wenn man das zockt, ne? Das hat, da waren die Kämpfe, ich sage mal, von der Magie her echt witzlos, den was du einsetzen konntest. Ja, meine, es war nur den Anfängen, ist ja klar, dass die dann versuchen, das ein bisschen aufzupushen. Interessanter zu machen. Sagen wir so, wenn Nachfrage besteht, werde ich natürlich erst mit den nächsten Kingdom Hearts Teile auch noch Let's Play. Mit der Zeit, das wird zwar noch nicht dauern, bis wir die alle durch haben, aber mit der Zeit wird das schon. Mit dem Zweier, Kingdom Hearts 2 hat sich auch schon einiges getan dann später. Hat mir auch ganz gut gefallen. Das Zweier habe ich sogar selber gezockt, einmal durchgezockt. Die ganze Zeit lang. So. Ich habe aber auch wie beim ersten Teil eigentlich nur beim Pumpe gespielt. Aber da war eigentlich relativ von Anfang an dabei mit der Story. Das war mal so ein verlängertes extremes Zuckerwochenende. Da hat man halt wirklich in der Früh angefangen um 10 Uhr und nachts um 3 Uhr wieder aufgehört. Dann aufgestanden, gefrühstückt und so ist weitergegangen. Ach, diese verrückten Gamer, die können doch alle nichts. Die sind doch alle verrückt. Ja, ja. Die Richtung war echt ein wenig verrückt, das war echt ein wenig ach gar, was wir da drin haben. Aber mei, wir hatten Zeit. Da muss man hin mit unserer sinnlosen Freizeit. Wer mag schon frische Luft? Frische Luft ist was für Pussys. Okay, 5 oder höher. Ja, benutzen wir doch die 5. Weil den gegnerischen Monster 2 zusätzliche Karten geben, das ist nicht so meins. Das muss ich nicht haben. So. Auf geht's.
Ich wusste, dass du zurückkommen würdest, Rico. Malefiz, du bist immer noch am Leben? Du hast einfach nicht zugehört. Ich bin nur ein Fragment deiner Erinnerungen. Von allen allen Leuten, denen ich hier begegnen könnte, bin ich ausgerechnet dir begegnet? Aber sicher! Nach all dem ist dein Herz in die Dunkelheit getaucht. Du kannst nur diejenigen sehen, die in derselben Dunkelheit existieren. Nein! Sei dankbar, du hast jemanden, mit dem du in der Gemeinschaft bist. Dein Herz ist leer. Würde es nicht die Dunkelheit beinhalten, wärst du komplett alleine. Das klingt ja wunderbar bis jetzt. Komm jetzt. Du bist eines kamst du zu mir, um deinen Hunger nach Dunkelheit zu sättigen. Du willst mich hier. Wer außer mir kann dir die Dunkelheit garantieren, nach der du dich so lange sehnst? Da gab es eine Zeit, bei der ich tat, was du wolltest. Ich gab mein Herz der Dunkelheit. Aber niemals wieder. Du und deine Dunkelheit hat mir nichts mehr zu bieten. Alles, was ich tat, war mich selbst zu verlieren. Mich selbst auszuleeren. Ich habe mit all dem abgeschlossen. Ich bin es leid, Leute wie dich zu sehen. Leute aus der Dunkelheit. Ich werde euch auslöschen. Einen nach dem anderen. Dann darfst du nicht vergessen, dich zuletzt auch zu zerstören. Für jemanden wie mich. Du bist jemand der Dunkelheit. Das ist in Ordnung für mich. Ich habe mich der Dunkelheit zugewendet, weil mein Herz schwach war. Ich hasse diese Schwäche. Es ist wie, als wäre ich mein eigener Feind. Und das Sehen von Leuten wie dich macht die Dunkelheit nur noch schlechter. Genug geredet, Malefiz. So, hast du die Dunkelheit genug, um gegen sie zu kämpfen? Okay, Agonie, weiß, was das heißen soll. Diese Ironie, die du fühlst, keine Ahnung. Dann lass mich deinen Schmerz beenden, Rico. Beenden für immer. Mit der wunderschönen Macht der Dunkelheit. Mit der wundervollen. Alter, muss das sein? Ich will dir nicht als Drachen gegen mich haben. Ich war beim Sora schon lästig genug.
Ja, schauen wir mal. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, warte mal, wir haben wieder so eine schöne Karte zum Spielen. Alter, verzieh dich. So, jetzt habe ich die Karte benutzt, um der hier Feuerspein zu verhindern. Aber es hat nichts gebracht. Haben wir uns der irgendwie nähern? Keine Ahnung. Das ist saublöd jetzt mit dem Feuer. Aber die hat sich jetzt bewegt. Schon mal ganz gut. So, jetzt holen wir mal unsere Karten wieder. Juhu! Alter! Lass mich auf mein Ding darstellen. Die Achterkarte heben wir uns auf für Situationen wie jetzt. Wow. Jawohl, wir haben es geschafft. War eigentlich okay, war machbar. Drachenmalefiz. Wow. So Leute, jetzt gibt es noch eine interessante Änderung. Warte mal. So. Genau, wir können das Deck nicht verändern. So, wir können nur das Deck ansehen. Und jetzt kommt was Schönes. Warte mal, die hat sogar schon eine drin. Hey, cool. Und zwar diese ganzen Karten, die wir jetzt zu kriegen, die wo beim Sora so viele Kartenpunkte gekostet haben. Das ist das Schöne, die bekommen wir einfach ins Deck mit reingeschmissen. Das heißt, wir können jetzt einfach diese Karten nutzen. Jede einzelne, was wir benutzen. Was wir finden werden. Was wir erkämpfen werden. Sagen wir so, jetzt trifft es besser. Wir finden. Alter, ich könnte mal ein bisschen live brauchen. Ich würde sagen, ich schaue dann gleich mal weiter nach dem Fight und schaue, dass ich einen Speicherpunkt kriege. Jetzt wird das echt noch eng. Aber wir haben ein Level Up, das könnte vielleicht dann sogar schon unsere HP auffüllen. Ja, natürlich sehr vom Vorteil. Haben wir doch gerne mal die HP ein wenig höher. Wir haben jetzt so viel Life zugekriegt. Okay, wir erhöhen anscheinend nur unsere Lebenspunkte, wenn wir die Dinger erhöhen. Die HP. So, ich hoffe jetzt, dass da oben ein Speicherpunkt ist. Live ein bisschen auffüllt. Jawohl, der schaut schon mal gut aus. Oh. Sind da. Achso, eigentlich brauchen wir die gar nicht zerstören, weil wir haben hier keine Mogelpunkte. Also das ist sinnlos. Ja, mei, aber mei, man kann nicht alles haben. So Leute, das war jetzt ein kurzer Part, deswegen werde ich den hier trotzdem hier beenden. Wir sehen uns dann, wenn wir weiter marschieren. Ciao.